Herzlich willkommen zu dieser kleinen Propagandarede. Meine kleinen Sklaven. Also ich muss erstmal mitteilen, welche schrecklichen Neuigkeiten. Ich habe im August keinen Gaming-PC aufgrund studentischer Tätigkeiten. Also nur am Wochenende. Das heißt, es wird halt auch nur am Wochenende wahrscheinlich Videos geben. Da werde ich mir eigentlich schon mal die Mühe geben, versuchen am Wochenende auch wirklich viel aufzunehmen. Vielleicht schaffe ich es ja ausnahmsweise mal. Ja. Hier ist, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Des Weiteren wollte ich noch was fragen zu The Witcher. Ich habe mich da mit einer Freundin unterhalten und die meinte, ja, der Kommentarstil des Erzählerstils und so weiter wäre nicht so gut. Wäre ein bisschen langweilig. Ja, im Grunde genommen ist das Problem ja wirklich, dass ich da viel nur nacherzählen kann und nicht wie bei Schicksalsklinge eigene Charaktere habe, die ich miteinander interagieren lassen kann, bliblablub, und die ein bisschen Käse daher schwafeln. Darum bin ich halt im Überlegen, ja, vielleicht noch wieder umzusatteln. Eigentlich ist das mit einem Let's Play, finde ich das auch wiederum nicht so toll. Nee, meine Route ist weg, die ich fliegen wollte. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ja noch mal jemand, der sich dafür interessiert. Der sich dafür interessiert, noch mal vielleicht noch nicht angesehen hat oder vielleicht auch Folgen angesehen hat, nachschauen, was er davon hält. Ja. Sonst wird der arme Hexer noch einsamer, als er sowieso schon ist. Er hat ja noch Yennefer nicht gefunden im ersten Teil. Warum bin ich so langsam? Ach, weil ich eine Type 6 pflege. Und weil ich voll beladen bin. Oder? Nein, gut. Also, liebe Kopfgeldjäger, die gerade zusehen, es lohnt sich nicht, mich zu überfallen. Ja, das wäre der nächste Punkt auf meiner kleinen Liste. Das nächste wäre dann Free Space, die Zukunft des Kanals. Naja. Das Nackrach ist wahrscheinlich eher. Egal. Free Space, Dead Space 1. Sollte nach Free Space kommen, da ich erstmal eine Pause einlegen will und den Jungs des Modding-Teams, die den Mod, den ich let's playen will, noch ein bisschen Zeit zu geben, noch das nächste Kapitel fertigzustellen. Ich denke, die Leute, die Free Space kennen, können sich schon denken, welcher Mod gemeint ist. Vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt. Jedenfalls einer der besten Mods, den es jemals gab. Und Battlefleet Gothic werde ich wahrscheinlich auch noch demnächst irgendwo mal reinklatschen. Irgendwo zwischendrin vielleicht auch als viertes Projekt, auch wenn ich eigentlich nicht die Zeit habe dafür. Denn für den Imperator natürlich. Das ist Warhammer, absolut geiles Spiel, das ich schon total suchte. Momentan. Das ich momentan schon total suchte. Perfekte Warhammer 40.000 Atmosphäre. Im Grunde genommen ist es für mich das bisher beste Warhammer 40.000 Spiel neben Dawn of War. Und es ist Battlefleet Gothic im Weltall, das ich noch viel geiler finde. Nur der Multiplayer ist kacke. Aber gut, der hat mich bei... Den habe ich ein bisschen schon mal ausprobiert. Ich werde ihn auch noch mal weiter ausprobieren mit einem Kumpel, aber ja, war bis jetzt nicht so überzeugend, dieses ganze Rangsystem und so weiter. Das ist ziemlich unausgegoren und unausbalanciert, wenn man da erst mit zwei leichten Kreuzern irgendwie alles freischalten muss. Das ist ein bisschen schade. In der Kampagne funktioniert das alles wesentlich besser. Ja. Ach ja. Und dann ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich Rainbow Six Siege eigentlich sehr gerne gespielt habe. Die letzten paar Tage
wo ich es gespielt habe, irgendwie ging es mir dann nur noch auf die Nerven. Und ja, wie ich mir dann so mal auf den Gedankengang gekommen bin, wie ich es eigentlich spiele. Rainbow Six, normalerweise spiele ich so Multiplayer-Shooter nicht mit dem Anspruch zu gewinnen, weil ich sowieso scheiße bin. Sondern halt einfach, hey, ich fange meine Kugeln für, fange die Kugeln für meine Freunde ab, dann gewinnen die schon. Daran bin ich gut. Und ja, in letzter Zeit achte ich heute irgendwie auf Rainbow Six auf so eine Scheiße wie Statistiken. Das ist sowieso eine Scheiße. Das ist eine riesengroße Scheiße, wenn man es schon im Studium hat. Bäh. Bäh. Warum achte ich da auf Statistiken? Das ist doch schrecklich. Da macht mir das Spiel wahrscheinlich momentan auch keinen Spaß. Ich musste also einfach mal wieder meine eigene Einstellung ändern. Aber Terrorist Hunt ist immer lustig. Da kann man so richtig schön Scheiße bauen. Wie Tatschanka spielen. Ja, also am liebsten einfach wieder reingehen. Hey, ich fange die Kugeln für euch. Und manchmal halt auch Frost. Hey Frost, hier liegt ein lieber leckerer frischer Nackrach in deiner Falle. Der schmeckt bestimmt gut. Ansonsten bitte ich, ja. Ich habe noch ein paar Ideen. Ich möchte eigentlich immer mehr machen, außer ein paar Let's Plays. Mir fehlt dazu aber meistens schlicht und ergreifend die Zeit. Ich hoffe, dass es nach dem Studium besser wird. Machen wir da aber eigentlich keine große Hoffnung. Und ja, so eine der Ideen wäre so ein Art, wäre mal wieder so ein bisschen Art Reviews zu machen. Also ich habe den Kanal hier und die Bierflasche zur Entspannung gemacht und nicht um hier großartig über Real-Life-Scheiße zu diskutieren oder stressig mich hier rein zu stressen, weil Stress habe ich im Echtleben schon wirklich mehr als genug. Das Scan hatte ich schon, ne? Ja, das scannen wir einfach nochmal. Und so hat man den teuren Scanner. Ja, darum versuche ich eigentlich immer Real-Life-Sachen möglichst rauszuhalten. Es wird zwar wahrscheinlich ab und zu mal geben, weil ich mir einfach mal nicht verkneifen kann, mal wieder irgendwann wahrscheinlich so ein lustiges oder auch nicht lustiges satire-dämliches Video zu machen. Mal schauen. Oh, dafür habe ich auch momentan absolut keine Zeit. Ich muss mit meinem Studium vorankommen. Ich bin jetzt eigentlich schon im letzten Regelstudiensemester eigentlich schon fertig. Ich habe noch zwei Prüfungen zu schreiben und eben die Sache im August beim Praktikum. Und dann bin ich schon über die Regelstudienzeit hinaus. Und ich habe noch mindestens ein Semester mit Prüfungen und Modulen nachzuholen und dann noch die Bachelorarbeit. Ja, und blöderweise studiere ich da, wo es Langzeitstudiengebühren gibt. Das heißt, ich muss halt mal fertig werden. Außerdem können meine Eltern, muss ich auch irgendwann einfach mal selber Geld verdienen. Dann kann ich immer nur jammern, ich habe ja kein Geld, mir was zu leisten. Ja, so einige der meiner Ideen war es so ein bisschen Crafty Reviews zu machen. Habe ich schon ein paar ganz nette Ideen fürs Bearbeiten und so weiter, aber kostet immer viel Zeit. Und ich habe auch schon bei einer Sache, die ich letztens bearbeiten wollte, gemerkt, dass Magix doch manchmal sehr schnell an seine Grenzen kommt. Mit denen ich das halt Magix 2014, mit dem ich es bearbeite, was schade ist. Ja, das wäre dann eigentlich alles. Ja, sozusagen, da kann also vielleicht mal was kommen. Vielleicht auch nicht. Das ist wahrscheinlich das sinnvollste Information ever. Ich diene gerade Zensch. Es könnte was kommen. Oder auch nicht. Zensch. Ansonsten könnte ich jetzt noch ein bisschen was darüber schon mal schwafeln, wie ich Elite Dangerous finde. Ich finde es nämlich super. Ich kann aber auch die vielen schlechten Reviews nachvollziehen. Das ist teilweise schon echt sehr dingens grindig, also grindlastig, extrem grindlastig. Aber darum spiele ich das halt auch ganz anders da. Ich spiele nicht, um Geld zu verdienen, ich spiele halt einfach gerade das, worauf ich Bock habe. Und das ist gerade das Schmuggeln. Auch wenn ich das eigentlich mit meiner Cobra 3 machen wollte, habe ich jetzt doch mal eine Type 6 gekauft. Und nachdem ich beim letzten Community Goal so 6, 7, 8 Millionen gekriegt habe, habe ich mir halt einfach mal eine Type 6 gekauft und fliege jetzt gerade nach Rubigo und bin am Schmuggeln. Also, liebe Polizisten, nicht zuschauen. Ich will nämlich nicht abgefangen werden demnächst, wenn ich mal wieder Sklavenhandel betreibe. Damit habe ich mir schon mal eine Cobra Mark 3 finanziert. Ich glaube, ich hatte die Sidewinder damals ganze 2 Tage, weil ich dann wirklich das Glück hatte,
Ich glaube, sofort eine Mission zu finden, die mir 300, 400.000 gebracht hat, wo ich einfach 5 Tonnen Sklaven gut transportieren musste. Das hat mir, damit habe ich meine Cobra finanziert. Das fand ich recht lustig. Ja, Sklavenhandel lohnt sich. Wollte mal wieder in echt einführen. Oh. Wer mich nicht persönlich kennt, kann die Humor echt falsch verstehen manchmal. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ich habe hier kein automatisches Reparatursystem drin, das heißt, wenn ich hier strande, bin ich am Arsch. Auf dem Weg nach Rubigo. Was ich sonst noch sagen wollte, war grindy. Man kann das Spiel halt so angehen, einfach machen, was man Spaß hat. Es wiederholt sich irgendwann sicherlich. Aber ich finde halt auch einfach die Flugmechanik, die Spielmechanik dahinter so geil, so komplex. Wir haben zum Beispiel, aber es gibt auch noch so viel Potenzial nach oben, selbst atmosphärisch, was es gibt. Damien und ich haben uns mal darüber unterhalten, wie wir letztens mit unseren total geschrotteten Raumschiffen nach einem harten Gefecht in die Station gekommen sind. Ich dachte mir so, wow, wäre das jetzt geil, wenn die Raumstation jetzt noch in einen Alarmzustand wechseln würde, wegen Notlandung, du irgendwie Medics über den Hangar hetzen sehen würdest, das wäre noch geil, wenn sie sowas einbauen. Aber ich fürchte, das würde vielleicht in Star Citizen eher passieren als in dem Spiel. Star Citizen hat, ich habe selber noch nicht gespielt, ich werde es wahrscheinlich nicht so schnell spielen, da mir das Spiel einfach zu groß ist. Ich kann es ja nicht runterladen. Aber Squadron 42 werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall anschauen. Denn was Chris Roberts schon immer konnte, war extrem gute Singleplayer-Kampagnen erstellen. Das finde ich super. So, Wing Commander Prophecy war das erste Spiel, was ich hier durchgespielt habe. Und ich finde es heute noch immer ziemlich geil. Wing Commander 3 habe ich auch mal fast durchgespielt. Ich habe das alles mal auf GOG.com rumfliegen. Ich muss das mal durchspielen. Und im Multiplayer. Also, mir macht es jetzt nichts aus, wenn das Flugmodell ein bisschen arkadiger ist. Es wird auch andere Möglichkeiten, meinen Spaß daran zu haben. Aber bei Star Citizen habe ich einfach das Problem, die Größenordnung bei den Dateigrößen, mit denen sie um sich werfen, schreckt mich bis jetzt einfach akut ab. Sehr wahrscheinlich würde mein leicht defekter Grafikkartenlüfter auch einfach explodieren. Bei der ganzen Sache. Okay. Ich glaube, das war soweit alles, was ich schwaffen wollte. Ich habe jetzt noch eine Reise von, ich weiß es gar nicht, 700 Lichtjahren vor mir. Ich fliege hier gerade mit Schlappen, ja, manchmal geht das auf 9999-facher Lichtgeschwindigkeit hoch. Das ist schnell. Da kommt auch ein Millennium Falcon nicht mehr hinterher. Ich mache den Corsair-Flug wahrscheinlich mit einem einzigen Sprung. Innerhalb von ein paar Sekunden. Und die Type 6 hier ist noch ziemlich langsam. Aber ich glaube, ich habe schon die besten Frameshift Drives drin. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und mein Ziel hier wird es sein, genug hier hinzufliegen, meinen Spaß am Schmuggeln zu haben, mit Absicht mich in bescheuerte Situationen, die mir sehr wahrscheinlich mein Raumschiff kosten werden, zu bringen. Mich darüber kaputt lachen, dass ich sterbe, mich dann darüber fluchen, dass ich viel Geld verloren habe und dann trotzdem weiterspielen, das Geld wiederholen und mir irgendwann eine ASP Explorer kaufen, damit ich irgendwann auch mal in die Tiefen des Weltalls fliege. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal an so ein total geiles Community teil. Also was ich an League of Legends auch mag, sind die Community Events. Nicht die offiziellen großen Events, wie zum Beispiel die ganze Geschichte mit der Alien-Drohne. Das wäre ich ja gerne derjenige gewesen, der sie gefunden hat, aber naja, da spiele ich das zu wenig. Und vor allem, der sie aktiviert hat. Oh mein Gott, ich hätte mir so in die Hose geschissen, dass diese Drohne das Raumschiff übernimmt. Sowas finde ich geil, solche Events, dass sich das so langsam entwickelt. Und ja, ich habe mir jetzt auch Horizons gekauft. Ich habe es mir aber erst gestern gekauft. Das heißt, ich weiß noch absolut nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe nur, dass sie es noch weiter verbessern. Ich weiß schon, dass Engineers auch wieder leider auf die Grind hinausgeht. Das finde ich echt schade. Ich werde das dann wahrscheinlich wieder so machen, dass ich es nur nebenher, wenn es geht, die Materialien für Engineers und weiter sucht. Und wie ihr seht, habe ich eine absolut beschissene Internetleitung, fliegt wahrscheinlich gleich raus. Denn hier ist der Millennium Falcon vielleicht noch etwas schneller wie ich. Okay, ich laber hier schon wieder viel zu lange.
nicht so viel. Nur Sonne. Ich muss tanken. Lass mich tanken. Bitte lass mich tanken. Und scannen. Oh! Nein! Ah. Nicht drauf geachtet. Schon noch 95% Hölle runter. Scheiße. Naja, ich schau mal noch schnell, wie viel ich noch vor mir habe. Das sind nur noch 10 Sprünge oder so. Die Hinfahrt geht eigentlich. Ich habe 24 Lichtjahre Sprungreichweite. Und noch bin ich in der... Ich bin tatsächlich noch immer in der belebten Bubble. Der bewohnten... Im bewohnten Teil der Galaxis. Oh ja, da gibt es ja auch noch eine schöne Story. Shuck Station. Das ist eine Station von einem verrückten Wissenschaftler gewesen, der überall durch die Gegend gesprungen ist. Und irgendwann hat er so viele Alien-Artefakte gekauft, dass sie mit seinem Frameshift-Drive Fehlfunktionen hat. Und dass er irgendwo... ich glaube, das war... Das ist exploited, das ist neu. Oder ich hab's einfach noch nicht gefunden. Dass er irgendwo, genau hier hinten, ist er dann rausgekommen. Fast am Zentrum der Galaxis. Wie weit ist das? 22.000 Lichtjahre? Plot route unavailable. Maximum distance exceeded. Es ist einfach zu weit weg. Ich würde da nie ankommen. Schaut euch mal an, wie viele Sterne es im Zentrum der Galaxis sind. Ich will dahin, ich will dies mal sehen. Diesen Sternenhimmel dort. Lemmy hat bei der Distant Vault Expedition mitgemacht. Ist aber leider nicht ganz geschafft, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich weiß, das letzte Mal, wo ich mit ihm, vorletztes Mal, wo ich da mit ihm gespielt habe, wo er da doch dabei war, war er, glaube ich, gerade hier. Und er hat mir Screenshots daran geschickt und da sieht es einfach so geil aus. Und was ich mir auch noch wünsche, ist für Elite, dass sie wirklich mehr Variationen, wirklich Wahrzeichen wie eine riesengroße Raumstation in Sol stellen, die dann so praktisch die UN oder was auch immer es da gibt, dieser Galaxis beherbergt. Und dann sieht man halt auch, dass das wirklich ein Zentrum der Zivilisation ist und solche Geschichten. Das wäre cool. Das Spiel ist also faktisch, ich würde sagen, immer noch in der Beta-Version, glaube ich. Also bisschen. Aber offiziell ist es fertig und das macht mir schon verdammt viel Spaß. Ich hoffe nur, dass es wirklich noch mehr rauskommt. Und die Season Pass Methode, dass sie es als erstes als separates Spiel rausgebracht haben, fand ich schon scheiße. Aber man hat sich auch das normale Elite Interest dazu kaufen können, nur die anderen waren dann halt etwas benachteiligt. Oh, ein super heißer Stern. Juhu. Das war... Aber es ist eigentlich ja ein MMO und irgendwie müssen sie es halt finanzieren. Ich würde das ganze Finanzsystem ähnlich mit dem von Guild Wars 1 damals, dem einzigen MMO, das ich jemals gespielt habe. Und das nur, weil es meine damalige Freundin gespielt hat. Sie hat die männlichen Charaktere gespielt, ich habe die weiblichen gespielt. Und das würde ich da deswegen gar nicht so schlecht finden. Dass wenn sie da alle Jahr ein Add-on raushauen und sie so die Serverkosten und die Weiterentwicklung finanzieren, ist das weitaus günstiger, wenn du einmal im Jahr 25 Euro ausgibst, als wenn du jeden Monat... Wie viel kostet eigentlich so 30 Tage Spielzeit in World of Warcraft? Waren das nicht auch was mit 12 Euro? Das mal 12? Das sind doch... Ich rechne jetzt lieber nicht, ich verkack's wieder. 120 Euro, sowas in den Dreh. Ich bin richtig schlecht im Kopfrechnen. Das sehe ich halt nicht so ganz ein. Ich hoffe, hier gibt es noch einen anderen Stern. Ich muss nämlich tanken. Das hätten sie leuchtend aus, aber das leuchtet ja alles. Okay, da ich jetzt mich langsam auch ins Bett begeben muss, weil ich morgen früh raus muss, verabschiede ich mich jetzt dann doch mal. Ich hoffe, die 20 Minuten Geblubber waren nicht ganz so weit, ganz so lang. Es war was Interessantes dabei und ja, wir sehen uns dann. Mal sehen. Tschüss.